Naja, so ist das halt in Remastered-Version. Ne? Da läuft halt alles nicht so rund, wie es eigentlich sollte. Jetzt habe ich schon wieder keine Dings mehr. Oh Mann, ey. Warum hältst du so viel aus? Waren das gerade drei Headshots? Einfach so? Oha. John Wayne wäre stolz auf mich, du. Ich hab keinen. Tatsächlich habe ich jetzt einen Revolver. Was? Wie? Wann? Wo? Na! Wer stöhnt denn hier so rum? Wo? Was? Warum? Johnny, runter! John, wir müssen hier weg! Scheiße, wir müssen zum Wagen, Tom! Wir nehmen einfach einen anderen Wagen. Hau ab! Los, wir müssen dranbleiben! Was schießt du den denn da zusammen? Wieso gibt's hier keine Traktionskontrolle im Regen? Die muss locker auf 10 sein! Pass nur durch. Ist kein Problem. Vorsicht, Tom, die Straße schwimmt! Keine Sorge, ich hab's im Griff. Richtig, wir nehmen die Kurven einfach ein bisschen weiter. Das haben wir doch gelernt. Warum haben wir eigentlich so ein langsames Auto gekriegt? Warum säufst du? Boah, sind die alle sternhagelvoll oder was? Augen zu durch! Okay, gut, kein Problem. Dann schieß doch auch! Wieso darf ich nicht schießen? Da lässt sich wohl jemand richtig ein. Man kann es förmlich hinten aus dem Auspuff tropfen sehen. Oh! Mann, ey! Der Bastard hat sich selbst zerlegt. Okay, davon erholen Sie sich nicht mehr. Tja, meine Damen und Herren, deswegen kaufen wir Volvos. Da sind nämlich schön viele Airbags drin. Mach ihn alle, Tom. Nein, 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 warte. Bitte. Bitte, ich will nicht sterben. Mann, Tom. Kein Mitleid für diese Tiere. Der Kerl würde dich doch auch ausknipsen. Du musst sofort abdrücken. Die ist leer. Aber der ist ja sowieso schon platt. Gott, Tom,
Reiß dich zusammen. Du weißt, was die mit Sarah machen wollten. Ja. Dachte nur... Ey, lass uns hier verschwinden, bevor die Cops kommen, ja? Frau Spoile, Maga, ich habe überall Fenster auf. Was willst du? Draußen sind 12 Grad. Ich sitze hier im T-Shirt. Keine Heizung. Straße. Ich kann mir das bald nicht mehr leisten. Nur Glück. Ich gebe dir die Chance für eine Revanche. Machen Sie mit, Boss? Es geht ums Geschäft, Pauli. Jetzt machen wir mit. Einer unserer Männer beim Leichenbeschauer hat das geschickt. Die Leiche heißt Ghilotti. Erkennt ihr ihn? Klar. Eine der Ratten, die wir weggejagt haben. Wie kommt die Kugel in seinen Kopf? Ja, haben ihn gekillt. Die Cops sollten dankbar dafür sein. Der Kerl war ein Vergewaltiger. Ja? Nun, er war auch der Sohn eines Stadtrats. Wenn ihr Politiker in Morellos Arme treiben wollt, geht das am einfachsten über tote Verwandte. Oh Gott. Es wird besser. Der andere Kerl im Wrack? Ja, der war tot, als wir ankamen. War das etwa der Neffe des Präsidenten? Zwei in den Kopf, Pauli. Du solltest deine Arbeit richtig machen. Er hat's geschafft? Ja. Eine Woche in St. Mary's, aber er ist durchgekommen. Wird er einen von euch wiedererkennen? Ich weiß nicht. Vielleicht. Okay. Gut. Wir erledigen zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ghilottis Beerdigung ist heute in St. Michael's. Sam, du bist auch dabei. Du sitzt hinten und hältst nach dem Glückspilz Ausschau. Wie erkenne ich ihn? Er hat sich gerade aus einem Autowrack gerettet. Gebrochener Arm. Schau nach einer Schlinge. Sam wird etwas Ablenkung brauchen, wenn er die Sauerei aufwischt. Tommy soll seinen Pinsel eintauchen? Ein Bordell? Ein Herrenclub. Die Straße runter von St. Michael's. Der Don hat im Laufe der Jahre viel Geld dort investiert. Schick mich und Sam. Dennoch hat sich der Besitzer plötzlich entschieden, lieber mit Morello Geschäfte zu machen. Soll ich ihn an seine Verpflichtungen erinnern? Ja. Und dann jagt den Laden in die Luft. Was? Wenn Morello unsere Kunden haben will, hinterlassen wir Krater. Pass auf, Tom. Die Damen dort kennen Pauli und Sam schon viel zu lange. Sie kämen nicht mal durch die Tür, aber du gehst einfach rein. Okay. Was ist mit dem Manager? Kümmer dich vor Ort um ihn. Sollte eine Hure was sehen, dann ist sie gewarnt. Sobald er erledigt ist, gehst du rauf in sein Büro. Greif dir alles an Dokumenten und Geld und dann platzierst du den Sprengstoff. Vincenzo besorgt dir alles, was du brauchst. Und die Explosion ist groß genug für eine Ablenkung? Ja, aber sei schlau. Schieß nur dann, wenn du absolut sicher bist. Tommy, da ist noch was. Eins der Mädchen informiert Morello über unsere Operationen. Bevor du den Laden hochjagst, musst du dich auch um sie kümmern. Oh, come on! Tommy soll eine Braut umlegen? Mann, Frank. Das ist einfach Pech, dass Tom das machen muss. Aber wir müssen die Familie beschützen. Sie heißt Michelle. Sie arbeitet in einem der oberen Räume. Ihr Bild ist im Ordner. Haben alle alles verstanden? Scheiße. Und gestern noch so viel Schutzgeld reingebaitet? Ja. Tom. Geht klar, Boss. Dann erledige das. Jetzt gehen wir. Das stand aber nicht in meinem Arbeitsvertrag, dass ich jetzt auf einmal Frauen umschießen muss. Geht zu Vinny. Wir treffen uns dort. Vinny, du alter Hau, wieso ist eigentlich meine Garage schon wieder zugestellt? What the fuck? Vinny, ich brauch einmal alles. Los, wir haben nicht den ganzen Tag. Hab gehört, du interessierst dich für knallige Sachen. Einen schönen China-Böller brauche ich. Danke, Vinny. Drück die Mädels von Onkel Vin, ja? Nicht heute, Vinny. Steig ein. Na klar, drücke ich sie. Muss ich fahren? Besser ist auch. Warte mal kurz. Ich muss dir noch was sagen. Wegen dem Mädchen.
Michelle? Ja. Du musst sie nicht ausknipsen. Lass sie nur verschwinden. Kennst du sie? Ja. Ich war ein paar Mal bei ihr. Sie ist in Ordnung, Tom. Oh. Nur nicht so helle. Oh. Sie hat es nicht verdient, umgelegt zu werden, nur weil sie mir gern zuhört. Wird sie die Stadt verlassen? Wenn sie kapiert, was hier sonst blüht, ja, sie wird gehen. Hier sind 100. Gib sie ihr. Sie soll gehen, weit weg. Okay, Sam. Ich versuche es. Das ist alles. Dann mal los. Ja. Ja, hat aber einer seinen Docht eingetaucht. Und schwuppdiwupp gibt's wieder Probleme. Die von der Rennstrecke, oder? Tom, wir werden nie mehr von ihr sprechen. Nie mehr. Ich habe dir alles gesagt und du hast zugehört. Und dabei belassen wir es. Okay. Streiker, moin Sie, grüß Sie. Behalte einen kühlen Kopf im Hotel. Finde die richtige Stelle und verhalte dich unauffällig. Der Manager hält sich für unantastbar. Du kannst einfach zu ihm gehen. Muss ich sonst noch was wissen? Nee, trödel nicht rum. Ghilotti ist jung gestorben. Es kann also nicht viel zu sagen geben. Wenn die Bombe hochgeht, lege ich los. Okay. Boah, schön in Bahn. Verkehrte Welt. Du baust Scheiße und darfst in den Puff. Und ich darf auf einer Beerdigung für dich aufräumen. Wo ist da die Gerechtigkeit? Hui. Ich sehe da nur Arbeit. Wie professionell. Bring es diesmal einfach zu Ende, ja? Hast du mich gerade Freizeitgänger genannt? Ich bin lange nicht mehr in der Kirche. Hallo? Werden immer noch die gleichen Lieder trällern. Letztes Mal schon. Die gleichen Lieder aus Kindertagen. Ja, du wirkst nicht besonders gläubig. Wegen der Beerdigungen, Tom. Es wollen alle immer das Gleiche. Auf die Familie zielen und abdrücken. 4X. Irgendwann gab es so viele Beerdigungen, dass ich nicht mehr hingegangen bin. Sie sind verdammt langweilig. Schade eigentlich. Bist jedenfalls immer passend dafür angezogen. Sehr witzig, Tom. Schreib dir den auf. Danke. Mach ich. Hochzeiten wiederum sind weniger langweilig. Da würde ich hingehen. Arbeitest du daran? Schätze schon. Gut. Pauli kriegt es sowieso nicht hin. An dem würden die Bräute selbst nach einem Bad in Klebstoff nicht hängen bleiben. Er wird eine finden. Tom, seine eigene Mutter hat es aufgegeben. Und du solltest es auch tun. Das hat nichts zu sagen. Also, ey! Koppers! Los jetzt hier, ist 40! Komm in die Gänge! Auf dem Kieker. Nö, das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Hat sie nicht. Toll, ey, die Koppers fahren nicht ordentlich und ich muss die Scheiße wieder ausbaden, ey. Nee, macht ihr nicht. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Los, wir müssen weiter. Ja. Es gibt da nur ein kleines Problem. Moment, ich bin gleich wieder da. Ich muss nur kurz... Ja, ich muss kurz auf Klo. Kleinen Moment. Uno secundos, para favores. Ich muss die Polizei. Nee, musst du nicht. Polizei.
Na, läuft doch wie geschmiert. Das läuft doch wie geschmiert, Mensch. Easy peasy lemon squeeze. Gleich weiter. Kleinen Moment. Wir müssen nur kurz abwarten. Er ist weg. Zurück zur Patrouille. Nächstes Mal kriegen wir ihn. Tja, kein Problem. Wir sind da. Ich richte der Familie dein Beileid aus. Viel Glück. Dir auch. Brauch kein Glück. Das brauche ich nicht. Glück ist was für Anfänger. Ich bin Profi-Gangster. Ich weiß, wie der Hase läuft hier. Na! Warum bist du denn jetzt so? Weißt du, wo ich den Manager finde? Ich hab nur die Tür im Auge. Hallo, Hübscher. Hallo, wie geht's Ihnen denn? Kleinen Moment. Interesse an Drinks? Oder Mädchen? Oder beidem? Ein Mädchen. Und ich muss mit dem Manager reden. Ein Mädchen kann ich dir besorgen. Komm, such dir eins aus. Und ihr könnt euch oben besser kennenlernen. Ui. Keine Eile. Nimm dir einen Drink. Entspann dich und genieße es. Oh. Hey, guten Tag, Sir. Das ist ja fast wie auf Malta hier, du. Oh. Hallo? Oh Gott, Entschuldigung. Halt! Ich bin ausgerutscht! Ich bin ausgerutscht! Entschuldigung! Ich hab gefettfingert! Ruhe! Das war nicht geplant! Ruhe! Entschuldigung, ich hab wirklich gefettfingert! Das war nicht der Plan! Das war wirklich nicht der Plan, so eine Scheiße! Michelle, wo bist du? Oh, was hier? Eine Zeitung. Dizzy, Rains, was los? Und Moinsen?
Hier was zum Heilen. Moment, ah hier. Ah, deswegen, Reigns. Okay. Ich hab's auch gerade gesehen. Michelle, ich komme! Mitchell! Moment! Du gehörst mir! War ja gerade fertig mit Pimpern und dann so eine A few moments later. Hi. Moinsen, Magga. Slower Moinsen, ich grüße dich. Was geht denn? Michelle's Ruhm 208. Sag mal, Tommy, wo hängen wir denn jetzt hier fest? Hör mal. Ist hier irgendwas zum Heilen? No? Young Lady, entschuldigen Sie, aber Sie müssen da jetzt nicht... Also vor mir müssen Sie nicht knien. Nee. Oh, was ist das? Ui. Hier kann ich was auftreten. Warum sind wir da jetzt reingestiefelt wie so kaputte? Mitchell! Ayuka! Mitchell? Heißt einer deiner Stammkunden Sam? Vielleicht. Viele Kerle heißen Sam. Du kennst ihn. Arbeitet für Don Salieri. Vielleicht hat er dann und wann Geschäftliches ausgeplaudert. Und vielleicht hat dir Don Morello Geld für Informationen gegeben. Nein, Sam vertraut mir. Ich sage nichts, das weiß er. Der Don verliert viel Geld, weil jemand die Klappe nicht halten kann. Ich habe nur mit ein paar von Morellos Mädchen getratscht. Es war keine Absicht. Entschuldigung, ich werde nie mehr etwas ausplaudern. Ich weiß. Entschuldigung. Tut mir so leid. Du hast Angst, ne? Gut. Vergiss nie, wie sich das anfühlt, solche Angst zu haben. Nur einen Schritt vom Abgrund entfernt zu sein. Denn wenn du dich je wieder in dieser Stadt blicken lässt, finden sie dich mit zwei Kugeln im Kopf. Hast du das kapiert? Du hast Glück, Sam hat ein großes Herz. Zieh dich an und hau ab, der Laden geht gleich hoch. Tommy! So redet man aber nicht mit einer Frau. Komm nie zurück und wir sind quitt. Knall sie. Haschpenguin, da sind wir aber im falschen Stream. Da, wo du es sagen kannst, da ist gerade sind noch 32 Tage Urlaub. Also eventuell solltest du deine Chat-Teilnahme nochmal überdenken, ob du eventuell im falschen Kanal gelandet bist. Was? Ist ein Buch irgendwo drin? Du kannst nicht fliehen. Komm ja. Thank you.
Hm. Aber sie sagt doch sowas nicht. Was soll ich nicht sagen? Was darf ich denn jetzt schon wieder nicht sagen? Was habe ich denn jetzt schon wieder Falsches gesagt? Habe ich mich schon wieder daneben genommen? Bin ich schon wieder am Ragen? Voll salzig? Regt sich über alles auf? Naja. Sorry, das war ein Freund. Ach so, ja gut, dann ist kein Problem. Das geht mir auch immer so. Kommst du gerade vom Pimpern? Oder? Ich hab dir den Kopf geschossen, du fährst dich an der Brust. Ja gut. Das läuft bei dir. Am besten nichts mehr sagen, einfach stumm streamen. Oh. Mögt ihr mich, junge Dame? Sie müssen nicht vor mir knien. Moin Dizzy, lass doch mal Dizzy in Ruhe. Wirklich mal. So eine Scheiße. Dizzy ist so ein netter Dude, ey. Und so ein toller Streamer. Unterhaltungswert ist 20 von 20. Top Bewertung. Skill nicht so besonders, aber... Lol, null. Schloa, warum bist du jetzt schon wieder so ein Arsch zu mir? Warum bist du jetzt schon wieder so ein Arsch zu mir? Unterhaltungswert null. Hallo? Auf Facebook bin ich eine ganz große Nummer. Was ist hier los? Steifen Nacken. Versteht dein Humor einfach nicht? Was denn für ein Humor? Ich habe deinen Humor verstanden, Sloa. Ich hab köstlich innerlich gelacht. Hallo? Humor gibt's hier nicht. Ist so. Hey, Juche! Nicht, wonach es aussieht. Bob Ross? Sag mal. Müssen wir irgendwas wissen? Ist das Bob Ross sein Vater? Bob. Ist das so ein Little Accident hier gerade, oder? Von dem dein Sohn immer gesprochen hat? Eieieiei, du kleiner Schiff, du. Happy Little Accidents. Und schwuppdiwupp, so ist Bob entstanden. Mann, 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 Mann. Hm. Oh, Knete. Hm. Zettel. Noch ein Zettel. Tommy, warum klebst du das nochmal unter den Tisch? Scheiße. Oh oh. Die Koppers. Tommy, versteck dich im Safe. Tommy, versteck dich im Safe. Im Safe, Tommy, im Safe. Das ist der. Come on. Tommy, los, versteck dich im Safe. Okay, doch nicht im Safe. Komm, Tommy, das sind 2 Meter.
geplant. Super, Tommy. Physik 1. Gut aufgepasst.